Hallo und herzlich willkommen zurück zu Empire Earth und zur letzten Mission der griechischen Kampagne. Nachdem wir in der letzten Mission, jetzt muss ich selber mal ganz kurz überlegen, ach ja, ein bisschen erobert haben mit Alexander und ein bisschen die taktischen Sachen so gemacht haben, geht's jetzt endlich in die allerletzte Mission der Kampagne, die da heißt Und Alexander weinte. Die Städte Tyros und Gaza sind eingenommen. Das Königreich Ägypten hat sich kampflos ergeben. Als Alexander zum Schrein des Amun in der Westwüste pilgerte, begrüßte ihn der Hohepriester als lebenden Gottkönig, Sohn des Ra, und salbte ihn zum neuen Pharao ganz Ägyptens. Doch Persien bleibt ihm ein Stachel im Fleisch. Persische Truppen unter dem Imperator Darius drohen, die Feindseligkeiten neu aufleben zu lassen. Das muss ein für allemal ein Ende haben. Und als wären die Perser nicht genug, sind Alexander hässliche Gerüchte über ein Mordkomplott zu Ohren gekommen. Ihm ist nicht wohl, aber er weiß, er muss weiter, denn einen anderen Weg einzuschlagen, kommt ihm nicht in den Sinn. Irgendwo in Asien wartet sein Schicksal. Missionsziele: Vernichten Sie mindestens die halbe persische Armee bei Gaugamela. Alexander und seine Generäle müssen überleben. Dann schauen wir einfach mal rein und sehen mal zu, was heute passiert in dieser letzten Mission. Unsere Reise in die Westwüste war erfolgreich, Philotas. Die Priester Amuns haben mich als Sohn des Ra akzeptiert. Da ihr mir so gut gedient habt, mache ich euch zum Befehlshaber der Kavallerie. Ich bin gewiss ein Glückspilz, dass ich euch als Freund und König habe. Ich kenne keine größere Ehre im Leben. Dies ist der Beginn eines großen Abenteuers, Freund. Die Welt erwartet uns. Heilgebieter, Kundschafter melden, dass der persische Imperator Darius seine Truppen bei Gaugamela versammelt hat. Zerschmettern wir seine Streitmacht dort nicht, waren all unsere früheren Eroberungen vergeblich. Gebt den Befehl, wenn ihr marschbereit seid, Kraterus. Unser Ziel ist, Darius zu schlagen und Xerxes Grab in Persepolis zu erobern. Das nenne ich mal eine klare Ansage. Wir haben also zu tun. Wir haben ein paar Bürger, die wir gleich nutzen können. Wir haben ein bisschen was an Sachen. Ich würde gerne mal was von der Kavallerie ausschicken. Ich würde gerne nach Ressourcen schauen, denn ich sehe bis jetzt hier nur Holz. Tatsächlich nur Holz. Das ist ein bisschen wenig. So sei es. Bevor ich jetzt hier ausreite, bevor ich jetzt hier zusehe, dass ich die Armee besiege. Was ist das hier? Turm zu Babel, das ist Babylon. Das scheint Gaugamela zu sein. Und das sind die Perser. Alles klar, soweit scheint ja erst einmal alles klar zu sein. Ja, mein Herr. Als Alexander wieder gen Asien ritt, wusste er, dass er gründlich planen musste. Die Bürger in Gaza konnten Nahrung und Holz für den Feldzug liefern, aber Gold und Eisen waren schwerer zu bekommen. Er musste in den eroberten Städten plündern, was er brauchte. Kraterus und Philotas würden in diesem Feldzug unersetzlich für ihn sein. Sollte einer fallen, ehe Xerxes Grab erobert wurde, wäre die Katastrophe da. Dort, ein Eingeborenendorf. Alexander sah zwei Möglichkeiten. Er könnte dessen Stadtzentrum zerstören, eine Siedlung bauen und dann in ein eigenes Stadtzentrum umwandeln. Oder er könnte das Dorf plündern, alle Gebäude schleifen und nach Gold oder Eisen durchsuchen. Beides hatte seine Vorteile. Doch was war besser? Äußerst interessant, dass wir gleich mal so ein eingeborenen Dorf gefunden haben. So, im Übrigen, mir fällt gerade ein, weil ich es in den Kommentaren gelesen habe. Vielen Dank für die lieben Hinweise. Wir können diese Zivilisationsboni nutzen und, weil ich mich natürlich jetzt auch regelmäßig darüber beschwert habe, unsere Bevölkerungslimit erhöhen. Hier,
Bevölkerungsgrenze 9 Stück. 15%. Was haben wir noch? Eisengewinnung, Goldgewinnung, Holzfällerei. Landwirtschaft oder Steingewinnung. Angriff für Türme. Bekehrungswiderstand, Bergkampfbonus. Was nehmen wir denn jetzt für Schreck? Ich meine, Steingewinnung und sowas, das ist alles recht allgemein. Kommen hier noch den Angriff von dort. Bauzeitsenkung, ja. Reichweite ist vielleicht immer ganz gut. Je mehr ich hier in einem Bereich nutze, desto mehr kostet es, sehe ich gerade. Restpunkte immer noch 83, also wir haben noch. Wir sind noch gut dabei. Da würde ich gerne noch die Steingewinnung. 33. Ja, und die Landwirtschaft. Ja gut, auf die Landwirtschaft können wir, glaube ich, durchaus uns. Das können wir uns, glaube ich, sparen. Was haben wir noch hier? Priester, Propheten, Panzer. Ich glaube, in der griechischen Kampagne sind Panzer noch nicht wichtig. Ich glaube, die brauchen wir schlicht noch nicht. Infanterie, Schwertkämpfer, Distanzangriffe, Flugzeuge sind auch noch nicht wichtig. Cyborgs, glaube ich, erst recht nicht. Bürger. Geschwindigkeit, Kostensenkung, Reichweite, Trefferpunkte. Belagerungs... Okay. Pass auf. Ich halte das immer noch sehr allgemein. Gebäude, Mauern und Türme, Bauzeitsenkung. 46 Punkte haben wir noch. Komm, ich nehme doch noch die Landwirtschaft mit rein. So, jetzt habe ich noch 13 Punkte. Was können wir denn dafür nehmen? Wie war das bei den Bürgern jetzt hier? Wo sind sie denn? Dort. 30% Angriff, Bauzeitsenkung 20. Tatsächlich recht teuer. Trefferpunkte können wir nehmen. Jetzt haben wir noch Geschwindigkeit, Angriff. Ich würde sagen, komm, Geschwindigkeit ist immer gut. Jetzt haben wir noch 4 Punkte, die können wir noch irgendwo verbraten. Wo verbrate ich die denn jetzt? Zivilisation allgemein, Bergkampfbonus. Ja, gut, von mir aus. Und damit hätten wir alle 155 Punkte verbraucht. Tatsächlich. So, zerstören Sie das Stadtzentrum der Beduinen und, und errichten Sie dort ein eigenes, um Zivilisationspunkte zu erlangen. Oder radieren Sie einfach das ganze Dorf aus, um an Gold und Eisen zu gelangen. Ja, also wenn es nur das Stadtzentrum ist, na komm. Für den Thron. Gehen wir einfach mal dahin. Für Ruhm und Ehre. Und machen uns den Spaß. Für den Thron. Der hier hat immer noch. Für Ruhm und Ehre. Anhang der Reiter. Vorwärtskavallerie. Die nehmen wir gleich mal mit auseinander. Die reagieren ja gar nicht mal drauf, dass wir angegriffen werden. Gut, okay, erledigt. Jetzt zum Stadtzentrum. In der Zeit. So, ihr geht bitte ihr geht bitte schon mal Holz fällen. Ja, my Lord. Und ihr baut ein Silo. Alexander, Gebieter, die Einheimischen sprechen von einer großen persischen Vasallenstadt namens Babylon. Einer schönen und reichen Zitadelle. Vielleicht gibt es in Babylon Ressourcen für uns zu plündern. Okay. Auf zum Sieg! In Babylon. Zerstören Sie Babylons Armee, bringen Sie Alexander in die Stadt, damit er den persischen Schatz an sich nimmt. Ja, das kann ja heute echt nochmal lustig werden. Kein Gold, kein Eisen. Zunte. Mal wieder. Wir haben uns ja mittlerweile daran gewöhnt, dass es kein Gold und kein Eisen gibt. Wir werden angegriffen. Für den Thron. So, jetzt muss ich aber trotz alledem nochmal schauen. Es tut mir leid. Zerstören Sie das Stadtzentrum und errichten Sie dort ein eigenes bei den Beduinen. Das heißt also, das Stadtzentrum selbst ist jetzt gefragt. Ich möchte nicht das ganze Dorf ausradieren. Haben wir noch? Ja, wir haben noch. Ihr geht schon mal los. Nicht die Häuser, Leute, nicht die Häuser. Das Stadtzentrum ist gefragt. Ich wollte gerade sagen, Stadtzentrum.
genau, musste wieder Siedler mit reinnehmen. Nicht auf das Haus. Für den Thron. So, na, da hätten wir das Stadtzentrum ja fast weg. Die babylonische Armee sollen wir besiegen. Ich bin tatsächlich noch ein bisschen skeptisch, ob das so einfach funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber na gut. Okay, nicht das ganze Dorf ausradieren. Ihr zieht euch bitte zurück. Für den Thron. So, und ihr baut hier was Neues gleich hin. Haben wir jetzt nur den einen? Ach so. Das ist natürlich ziemlich wenig. Was wollt ihr? Wohin soll ich gehen? Für den Thron. Das ist natürlich echt ziemlich wenig, um noch, um das Silo weiter auszubauen. Aber so, das sind schon mal drei. Komm, die schicke ich los, da kann ich gleich das Stadtzentrum fertig machen. Und damit rücken wir natürlich ein Stück vor. Nein, 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 ihr bevölkert das bitte. Danke, damit hätten wir schon mal zwei. Wo sind die anderen drei jetzt hin? Achso, die sind noch auf dem Weg. Also die sind erst auf dem Weg. Ihr bevölkert das auch bitte. Und damit hätten wir zumindest noch Zivilisationspunkte bekommen. Das ist ja tatsächlich das erste Mal so richtig, dass das da steht. Vorher habe ich das ja noch nie so richtig gelesen. Auf zum Sieg! Mit den Zivilisationspunkten. Es war jetzt immer in den Kommentaren und vielen Dank dafür, dass man auch noch... Also es war mal gut zu wissen, dass man für viele Aktionen noch Zivilisationspunkte hätte bekommen können. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass... Gewiss. Da waren ja auch Sachen dabei. So sei es. Ja. Das hätte man teilweise einfach gar nicht wissen können. Wenn man die Kampagne, wie ich zum Beispiel, jetzt das erste Mal richtig durchspielt. Also ich weiß, ich habe früher irgendwann mal mit der russischen Kampagne angefangen. Die ist ja die letzte, der wir uns widmen werden. Aber so richtig... Tja, das ist jetzt natürlich ein Stück weit verrückt. Eine neue Stadt ist in der Wildnis entstanden. Die griechische Zivilisation breitet sich im Land aus. Alexanders Feldzug läuft gut. Ja, my lord. Naja, Alexanders Feldzug läuft gut, das sehe ich jetzt eher relativ. Wir haben Ziegen, wir haben... Oh. Ja. Das müsste mal repariert werden. Ja, my lord. Könntest du mal bitte das brennende Haus reparieren? Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber tatsächlich habe ich bis jetzt auch keinen Stein gefunden. Das finde ich ja auch irre. Auf zum Sieg! Ich meine, ich schicke die Reiter jetzt hier durch, dass die mir mal ein bisschen die Umgebung erforschen. Ja. Aber tatsächlich habe ich bis jetzt noch keinen Stein entdeckt. Ja. Gewiss. Wenn ich den entdecke, könnte ich natürlich ein paar Türme hinstellen, könnte das Ganze ein bisschen sichern. Aber bis jetzt ist das Fehlanzeige. Ich lasse die jetzt auch laufen. Ich schicke jetzt auch niemanden hier gezielt rum. Ja, my lord. So, denn ich muss tatsächlich ein bisschen auch überlegen, wie es jetzt weitergeht im Text. Wie wir das Ganze jetzt weiter gestalten mit dem Feldzug. Ich schicke für Ruhm und Ehre ein Eingeborenendorf. Alexander sah zwei Möglichkeiten. Er könnte dessen Stadtzentrum zerstören, eine Siedlung bauen und dann in ein eigenes Stadtzentrum umwandeln. Oder er könnte das Dorf plündern, alle Gebäude schleifen und nach Gold oder Eisen durchsuchen. Beides hatte seine Vorteile. Doch was war besser? Jetzt verstehe ich wieder, alle Gebäude schleifen. Ist das wieder das Zerstören, was wir auch in der letzten Mission gegen Tyros hatten? Schleifen Sie das Stadtzentrum von Tyros. Wer es jetzt gerade nicht weiß, der guckt sich mal die letzte und die vorletzte Folge aktuell an. Also die Vorgängerfolgen, da steht's ja auch da. Auf zum Sieg. Ich meine Gold und Eisen, ja. Wir werden angegriffen. Gewisserweise, der kriegt auch noch Ärger, aber der schafft. Für Ruhm und Ehre. So, für okay. Den Thron.
So, du reitest weiter rum. Wir widmen uns dem Stadtzentrum. Ich brauche dringend noch... Oh. Oh, hier gibt's Ärger. Wir werden angegriffen. Nein? Ja? Ja? Euer Befehl? Wohin soll ich gehen? Wo ist denn eigentlich Alexander? Ich darf hier ist Philotas. Hier ist Praterus. Ach, der Was ist hier oben. Königreiche Erschrecke mich doch nicht. Fallen. Doch nicht schon wieder so ein Haus mitnehmen. Meine Herren. Für den Thron. Genau, das Stadtzentrum zerstören. Ja, my lord. So sei es. Euch schicke ich schon los. Okay, und zurückziehen. Für den Thron. Einfach auf mal freundlicherweise zurückziehen. So, die beiden ja, Bürger sind schon auf dem Weg, um ein neues zu errichten. So, neue Dorfbewohner bekommen wir auch. Wie sieht's denn jetzt aus? Das Stadtzentrum der Bergstämme haben wir. Ich hätte es natürlich auseinandernehmen können. Zwecks Gold und Eisen, aber ich wüsste auch gerade nicht warum. Sehe ich jetzt gerade auch wenig Sinn drin. Da jetzt noch irgendwas zu machen. Wir haben ja auch noch Zivilisationspunkte bekommen. Wie viel haben wir denn eigentlich bekommen? 15 haben wir nochmal bekommen. Behalte ich erstmal. Ich wollte ja sowieso jetzt einfach weiterziehen. Richtung Babylon. Aber das ist natürlich echt irre. Was hier so auf dem Weg passiert. Und wie gesagt, bis jetzt ist Stein ja auch eine Fehlanzeige. Also es kann uns auch durchaus passieren, dass die Dörfer uns noch fallen, weil irgendeine persische Armee oder babylonische Armee noch angreifen wird. Das Einzige, was wir gerade machen können, wie wir es auch in der vorletzten Mission, also nicht Tyros, sondern die davor, ich glaube die erste Alexander-Mission gemacht haben, ist, dass wir Türme bauen. Wir stellen einfach mal ein paar Türme hin. Ja. So ganz frei. Ja, mein Lord. Und lassen dann und ziehen uns dann sozusagen zu den Türmen zurück. Wie wir das auch in der Mission gemacht haben. Natürlich können wir diesmal nicht ganz so viele Türme bauen, aber ein paar mehr. Und wir haben jetzt eine höhere Reichweite. Das muss man ja sagen. Immerhin besser als gar nichts in dem Fall. Wir haben einen Haufen Holz, wir haben einen Haufen Nahrung. Das bringt uns alles jetzt eher wenig. Begleitkavallerie kostet Gold. Reiter kosten Gold. Phalanx kostet Eisen. Wurfspeerträger kostet auch Gold. Bögen und Streitwagen, Bogenschützen kosten eben auch Gold. So, der eine Reiter, der hier eigentlich erforschen sollte, ist jetzt auf das Dorf gestoßen und attackiert das auch noch freundlich. Das ist ja wieder ganz nett. Lauf einfach los. Oder reite einfach los. Der Turm steht auch gleich. Der rennt ja wieder rein. Mann. Lass das doch mal in Ruhe. Es ist doch sowieso gleich unser. Nein, dann muss man ihn erstmal persönlich wieder auf seine Linie führen, wo er denn langlaufen soll. Bis es denn mal begreift, der gnädige Herr. Auf zum Sieg. So, jetzt kann ich ihn, glaube ich, langsam wieder forschen lassen. Eine neue Stadt ist in der Wildnis entstanden. Die griechische Zivilisation breitet sich im Land aus. Alexanders Feldzug läuft gut. Sehr schön. So sei es. Wäre das erledigt. Damit hätten wir ja zumindest wieder was geschafft. Ja, mein Lord. So, hier ist noch ein Bürger, beziehungsweise eine Bürgerin in dem Fall. Aber tatsächlich habe ich bis jetzt noch keinen Stein entdeckt.